Das ist die Regionalliga Nord auf Sport Total. Wegen rein. Der VfB von rechts nach links. Bruno Weiß stößt an. Hildesheim ganz in Rot. Viel Spaß. Dennoch hat Lukas Pfeiffer auch explizit für den Standards gewarnt. Der Gäste. Das ist Hauptmann im 1 gegen 1. Bagdadi, das ist gut. Süselino, das ist die erste Torchance für den VfB. 7. Minute. Schönes Spiel über die rechte Seite. 9. Minute. Gegenpressing der Lübecker, Gezüsering, Trinkut, Hauptmann. Sehen noch nicht vorbei und das dürfte abseits sein. Nein! Gewechselt! 1-0! Manuel Varona Pulido! Stunde verdient mit 1-0 führen. Jetzt in der 6 Minute gute Gelegenheit für Süserin. Trinkut, der jetzt auch unter Form ist. Trinkut, aber sehr gut pariert von Brandt. Antonio Brandt mit dem Big Save. Schulze, der Kapitän. Manuel Varona Pulido hat das 2-0 auf dem Fuß. Schöner Diagonalball und dann macht Pulido im Grunde alles richtig, richtig guter erster Kontakt und dann fehlt nicht viel. Auf die Seite fallen lässt. Und das ist ein Kopfball, das ist 1-1. Aus dem gar nichts. Schauen wir nochmal, richtig gutes Timing. Es ist Thomas Sonntag mit seinem dritten Saisontor. Gewonnen und Tor. 2-1. Yannick Löden. Er hat die Variante noch gleich getroffen, den links nicht von der rechten Seite schießen zu lassen. Mit viel, viel Schnitt. Löden steht goldrichtig. Antonio Brandt ist ein bisschen spät für mein Empfinden. Ja, guter Regionalligaspieler. Auch mit Viktoria Berlin in die dritte Liga aufgestiegen. Also jemand, der auch Drittliga-Erfahrung aufweisen kann. Achtung, nächster Abschluss für die Gäste, die jetzt ein Handspiel sehen wollen, das aber nicht bekommen. Der macht das mit sehr viel Hingabe, weil man ihm auch abnimmt, dass ihm das sehr viel bedeutet, mit jungen Leuten zu arbeiten. Gehen wir direkt aufs Spiel, aber wieder Götte gegen Löden. 77. Minute. Gefährlicher Abschluss für die Gäste. Und die Fahne ist oben. Ja, lange. Und die besorgten Blicke gehen erneut in Richtung Morten Rüdiger. Ja.
Und jetzt ist Schluss hier. Anna Lübecker Lohmühle. Der VfB gewinnt mit 2:1. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war's das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.